Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 99, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, der Freien Demokraten, der Fraktion DIE LINKE. Erneutes Impfdesaster umgehend abstellen, Impfterminvergabe barrierefrei sicherstellen, Drucksache 204988. Zunächst hat das Wort der Herr Staatsminister Beuth, der Innenminister. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem heutigen Tag sind wir in die dritte Phase der hessischen Impfstrategie übergegangen. Die Terminvereinbarungsmöglichkeiten in allen 28 hessischen Impfzentren. Dies, meine Damen und Herren, ist ein weiterer bedeutsamer Schritt zur Erweiterung des Impfangebots und somit zum Schutz der hessischen Bevölkerung. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch heute ein enormes Interesse an den Terminvereinbarungsmöglichkeiten bestand, die wir online und telefonisch anbieten. Und um es vorweg zu sagen, wir haben ausreichend Termine bereitgestellt, damit alle Impfberechtigten der ersten Priorisierungsgruppe ihre Termine buchen können. Es bekommt also jeder einen Termin, aber, meine Damen und Herren, nicht alle gleichzeitig. Alle Angehörigen der ersten Priorisierungsgruppe nach der bundesweiten Impfverordnung aus Hessen, die aktuell noch keine Impfung erhalten haben, können seit heute Morgen 8 Uhr ihre persönlichen Termine zur Schutzimpfung gegen den Coronavirus vereinbaren. Rund 300.000 Menschen kommen hier in Frage. Und, meine Damen und Herren, entgegen dem Start am 12. Januar, bei dem wir zu Beginn mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und daraus, das möchte ich betonen, auch kein Hehl gemacht haben, ist es heute eben nicht zu technischen Problemen gekommen. Dass es angesichts des enormen Ansturms dagegen zu Wartezeiten kommt, ist insofern zwar bedauerlich, aber auch unvermeidbar. Ich habe auch größtes Verständnis für den Unmut, den das Warten ausgelöst hat. Ich kenne ja schließlich meine eigene Ungeduld. Aber wir können zwar letztlich allen einen Termin anbieten, aber es bleibt dabei, eben nicht allen gleichzeitig, meine Damen und Herren. Um ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben seit Beginn der Terminierungsmöglichkeiten heute um 8 Uhr binnen 10 Stunden mehr als 83.000 Termine vereinbart. Allein die Callcenter-Mitarbeiter an den über 500 Arbeitsplätzen haben im Stundenschnitt mehr als 3.000 Anrufe bearbeitet und entsprechende Termine eingestellt. Bei allem Verständnis für die Wartezeit Einzelner, wir haben heute in 10 Stunden mehr Termine vergeben, als wir in der Phase 1 insgesamt vergeben konnten, meine Damen und Herren. Das Zwischenergebnis unterstreicht, dass das System leistungsfähig ist. Bei der Hotline kam es anfangs heute Morgen in den ersten Minuten vereinzelt zu Fehlermeldungen, da bei etwa 5% der Anrufe kurzfristig den Telefonisten der Zugriff auf das System nicht möglich war. Dieses Startproblem war innerhalb einer Stunde behoben. Über die Hotline wurden und werden weiterhin stetig Termine vergeben. Gleichwohl sind auch hier aufgrund der enormen Nachfrage Wartezeiten nicht auszuschließen oder sogar einzuplanen. Trotz des großen Interesses der Impfberechtigten ist auch das Online-Anmeldeverfahren stabil gelaufen. Auch hier Wartezeiten müssen einkalkuliert werden, sind aber nicht gleichbedeutend mit technischen Unzulänglichkeiten. Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen das Prozedere kurz erläutern. Wer online Termine für die Erst- und Zweitimpfung buchen möchte, wird zunächst in einen virtuellen Warteraum weitergeleitet, wie das Wartezimmer z.B. beim Arzt. Dieser Warteraum dient der Stabilität des Anmeldeverfahrens. Die Einrichtung dieses Warteraums ist insofern eine Lehre aus den Problemen im Rahmen des Starts der Terminvereinbarung am 12. Januar. Sobald wieder ausreichend Plätze im Buchungsportal frei werden, erfolgt automatisch eine Weiterleitung aus dem Warteraum zur Terminbuchung. Ich finde, meine Damen und Herren, dass sich das angepasste Verfahren, in dessen Start heute selbstverständlich bereits die Lehren aus dem Start am 12. Januar eingeflossen sind, dass sich das sehen lassen kann. Das belegt allein eben der Blick auf die bisher vergebenen 83.000 Termine.
Selbstverständlich sind die Dinge eingeflossen, die wir nach dem 12. Januar als Hinweise, gut gemeint oder auch aus dem verständlichen Unmut am 12. Januar wiedergespiegelt bekommen haben, bereits eingeflossen oder sind dabei, dass wir sie entsprechend programmieren. Der besondere Wunsch, den wir auch im Innenausschuss des Hessischen Landtages diskutiert haben, dass wir doch Paartermine ermöglichen müssen, selbst das werden wir am Freitag ermöglicht haben, sodass wir auch dort eben ein entsprechendes Angebot machen können. Meine Damen und Herren, der dringliche Berichtsantrag, den Sie hier vorgelegt haben, ist respektlos. Er ist respektlos gegenüber den Dienstleistern und er ist respektlos gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Innenminister. Danach ist die Aussprache. Können Sie alles sagen, was Sie wollen. Der dringliche Berichtsantrag ist respektlos gegenüber den Dienstleistern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht daran gearbeitet haben, dass das System so funktioniert hat, wie es heute funktioniert. Alle arbeiten daran, dass wir bei unserer Impfstrategie nicht wegen der Strategie willen, sondern wegen des Durchimpfens der Bevölkerung Erfolg haben. Und dafür bin ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kollegen aus dem Sozialministerium und allen, die daran beteiligt sind, wirklich sehr, sehr dankbar. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit der Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Mir liegt zum Schluss noch eines am Herzen. Die Unterstützung derer, die Hilfe benötigen, haben wir selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt. Wir haben hier einen Impfprozess durchzuführen, von dem wir im Grunde genommen in der Form, wie er von uns zu bearbeiten ist, von dem wir seit Mitte November wissen. Und wir haben an vielen Stellen entsprechend Veränderungen im System anlegen und erreichen müssen. Nicht zuletzt auch, dass die Terminvergabe so durchgeführt wird, wie wir sie hier machen, hat uns letztendlich erst Anfang des Jahres in der Form erreicht. Und trotzdem ist es uns gelungen, nicht nur heute 83.000 Termine zu vergeben. Und trotzdem ist es uns nicht nur gelungen, auf die besonderen Wünsche, wie z.B. die Paartermine usw. so einzugehen. Selbstverständlich haben wir die Frage der Barrierefreiheit mit der Landesbeauftragten für barrierefreie IT von Anfang an sozusagen mit berücksichtigt. Auch hier ist das System so aufgebaut, dass die Dinge, die schnell erreicht werden können, sofort gemacht werden und dass wir mit der Finalisierung eines völlig barrierefreien Zugangs zu den Terminvereinbarungsmöglichkeiten wirklich im Schlussspurt bereit sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in dem Anschreiben an die Gruppe der über 80-Jährigen bereits deutlich gemacht, dass wir uns wünschen würden, dass sie sich helfen lassen von Angehörigen, Freunden, der Familie, Kindern, Enkelkindern. Das ist zu großen Teilen gelungen. Viele haben sich um ihre Eltern, um ihre Großeltern oder Urgroßeltern gekümmert bei der Terminvereinbarung. Und auch hier. Ich möchte mich sehr herzlich bei all denen bedanken, die geholfen haben, eben diesen Zugang zu ermöglichen. Und dass das gelungen ist, das sieht man an den Anmeldezahlen, wie gesagt, vom heutigen Tag. Ich bin meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landesregierung sehr, sehr dankbar für das, was Sie hier geleistet haben. Es bleibt eine historische Aufgabe. Ich finde, der Hessische Landtag sollte Sie auch so behandeln. Vielen Dank.
Herr Minister, herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben im Januar erlebt, die Überschriften waren klar. Da war auch klar, dass das mit dem Terminanmelden im Januar durch die Landesregierung nicht optimal lief, wenn man freundlich war. Die Überschriften waren anders. Die Überschriften hießen Impfdesaster, Katastrophe, nicht erreichbar, technische Zusammenbrüche. So etwas haben wir am 12. Januar, konnten wir im Januar lesen, in allen Zeitungen, flächendeckend, egal welche Zuordnung diese Medien hatten. Überall in Hessen ist eine klare Botschaft gesendet worden, die klare Botschaft, dass die Terminvergabe im Januar ein Desaster war. Ja, wie reagiert damals die Landesregierung? In bester Merkel-Manie. Wir kennen das ja jetzt. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen. Also der Minister hier, der ja einen schönen Auftritt hatte gerade eben, der hat gesagt, nicht Desaster, der hat gesagt, es gab einen Ruckelstart. Es gibt einen Ruckelstart. Also es ist ein bisschen verharmlosend, würde ich behaupten. Der Ministerpräsident hat es schon nicht so leicht wie der Staatsminister. Der Ministerpräsident hat uns gestern einen kleinen Einblick in die Familiensituation gegeben, vielleicht der Familiensituation bei vielen Haushalten, die Hochbetagte betreuen. Der hat nämlich gesagt, meine Frau war stinksauer. Nein, so hat er es nicht gesagt. Er hat es ein bisschen schöner formuliert. Als ich ihr erklärte, welche großartige Planung wir haben und wie das dann in der Praxis ankam, also er hat nicht gesagt, es war irgendwie blöd, er hat gesagt, es ist nur blöd angekommen, da war meine Frau, ich will nicht weiter in die Details eingehen. Herr Ministerpräsident, vielleicht können Sie noch einmal im Detail erklären, wie es Ihre Frau wirklich benannt hat. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, was sie genau gesagt hat. Das ist aber die Realität und nicht der Ruckelstart. Die Realität war, dass das voll in die Hose gegangen ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann hat der Ministerpräsident, der kennt ja sein Kabinett mittlerweile, in seiner Regierungserklärung etwas vorsichtiger formuliert. Er hat gesagt, es wird Stück für Stück besser. War klug formuliert, Stück für Stück besser. Ich glaube, so könnte man das vielleicht heute, wenn das alles sich morgen so aufklärt, wie der Minister das sagt, womöglich bewerten. Was hat aber Kai Klose gesagt, der Gesundheitsminister? Der hat angekündigt, an der Technik werde die Impfkampagne diesmal nicht scheitern. Jeder aus der ersten Gruppe wird einen Impftermin bekommen. Und seinen ersten und zweiten Impftermin bekommen am Mittwoch. Das hat der Herr Klose erklärt. So, und jetzt würde ich doch mal gerne darauf hinweisen, dass nicht wir erfunden haben, dass es nicht besonders gut lief, sondern dass wir einfach durch Medienberichterstattung, und zwar flächendeckende Medienberichterstattung, darauf hingewiesen worden sind. Und die Überschriften waren auch klar. Wieder Probleme. Wieder wie bei der ersten Vergabe große Technikprobleme, das waren die Überschriften in den Medien. Und dann, Herr Minister, mich ärgert ja Ihr Anwurf überhaupt nicht. Ich kriege hier Geld für, ich sitze da vorne, vertrete meine Bürger aus meinem Wahlkreis. Mich nervt das auch gar nicht mal mehr, dass Sie respektlos mit dem Parlament umgehen. Ist halt so, das sind wir gewohnt. Aber es gab Hunderte, in den ersten Stunden Hunderte von Beschwerden von Bürgern über die Situation bei der Impfanmeldung. Was Sie heute hier gesagt haben, ich hoffe, dass viele hundert dieser Bürger genau diese Aussagen von Ihnen gehört haben, weil wir machen das hier nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, wie ihre Landesregierung ihre Einschätzung der Situation ernst nimmt. Und das haben Sie ja heute deutlich gemacht, wie Sie die Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Sie haben viel zu häufig angerufen. Sie haben dooferweise am selben Tag angerufen. Sie haben zur selben Stunde angerufen. Wie können die Bürger nur so einen Blödsinn machen? Die sollen doch gefälligst warten. Und dann haben Sie sich auch noch beschwert. Das ist ja eine Situation, die die Hessische Landesregierung überhaupt nicht ertragen kann. Vielen Dank, Herr Minister. Und jetzt habe ich nur noch eine Minute. Jetzt habe ich nur noch eine Minute, und die muss ich jetzt nutzen. Die Herausforderung, Sie haben es gesagt, Sie mussten für 300.000 Bürger, Hochbetagte, die zum Teil kein Internet bedienen können, haben Sie ein Verfahren erfunden und haben es jetzt umgesetzt, das wir von vornherein kritisiert haben.
Sie haben kritisiert, dass die Menschen aktiv in diesem Alter Termine bei Ihnen über moderne Medien vereinbaren müssen. Warum haben Sie nicht jedem einen Impftermin zugeteilt, haben dann gesagt, wer den nicht wahrnehmen kann, derjenige soll sich bei uns melden? So ganz normal. Ich glaube, der Kollege Habeck hat es ja auch mal unsere Idee aufgegriffen, hat es mal in den Medien noch mal wiederholt. Es gäbe andere Möglichkeiten. Es gäbe gute Möglichkeiten, wo der Bürger und die Befindlichkeit des Bürgers im Mittelpunkt stehen. Und die Herausforderung der Hessischen Landesregierung, die ist nicht gigantisch. Sie haben uns erklärt, dass Sie 12 Wochen brauchen werden, 12 Wochen brauchen werden, um diese 300.000 Menschen zum ersten Mal zu impfen aus der ersten Gruppe. 12 Wochen für 300.000 Menschen zum ersten Impftermin. Großbritannien hat an einem Tag 600.000 Menschen geimpft. An einem Tag. Unsere Impfzentren könnten diese Menschen, diese Anzahl der Menschen in 10 Tagen impfen. So haben wir Kapazitäten. Wir haben in Deutschland eine Bummel-Impfkampagne. Und selbst die können wir. Moment, Kollege Rock. Ich bitte die Regierungsbank, sich zurückzuhalten mit Zwischenrufen. Bitte sehr, Kollege Rock. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren. Weniger bedanke ich mich für die unangenehmen Zwischenrufe, die ich auch persönlich nicht sehr nett empfinde, Herr Al-Wazir, aber das spricht für Sie. Diese Situation haben Sie zu verantworten, nicht ich. Und diese Situation haben Sie sich hier recht zu fertigen und nicht ich, dass ich nachgefragt habe, weil die Bürgerinnen haben ein Interesse, warum sie heute Morgen nicht durchgekommen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich das letzte Mal hier am Pult gestanden hatte und über die Impfungen geredet habe, in der letzten Plenarwoche, in der letzten Plenarsitzung, da haben wir die Impfstoffe an sich kritisiert. Ich kann mich hier schwerlich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt natürlich ganz, ganz schnell alle Menschen durchimpfen. Das kann ich nicht machen. Sondern ich sage, wenn man Großbritannien anführt, so wie das der Herr Rock gerade gemacht hat, muss man sich vergegenwärtigen, wie die Zulassungsmodi in Großbritannien gewesen sind und wie die Zulassungsmodi bei uns gewesen sind. So viel sollte man fairerweise schon sagen. Der Kern der Diskussion, der hier stattfindet, basiert auf Hoffnung. Sie machen den Menschen so viel Hoffnung mit einer Impfung, und das ist das Unehrliche an der Diskussion, Sie machen den Menschen so viel Hoffnung, ohne noch einmal zu wissen, ob eine Immunisierung stattfindet. Und Sie wissen auch nicht, ob die Menschen weiter infektiös sind. Sie wissen es nicht. Und weil Sie es nicht wissen, sagen Sie es aber komischerweise den Menschen trotzdem nicht. Warum tun Sie das nicht? Denn vielleicht wäre dann der Ansturm etwas geringer. Denn die Menschen, die hier anrufen, sind Menschen mit ganz vielen Ängsten, mit ganz vielen Sorgen. Und die erhoffen sich ein anderes, ein neues, ein freieres Leben nach einer Impfung. Und deswegen kommt der Ansturm. Und da wäre es vielleicht gut gewesen, etwas kritischer auch mit dem Impfstoff umzugehen. Den Antrag selbst erachten wir auch, ehrlich gesagt, als sehr populistisch. Man muss das deutlich sagen, wenn man erkennt, was hier heute stattgefunden hat. Sie alle drängen überall auf die Schutzmaßnahmen. Darauf drängen Sie überall. Sie haben uns, wo wir einmal in freiwilliger Art und Weise die Masken am Platz nicht angehabt haben, furchtbar in den Senkel gestellt. Wir würden das Leben aller Menschen hier im Saal riskieren. Was haben Sie heute getan? Was haben Sie heute getan? Wie viele Leute waren heute hier unten im Saal? Sie können Ihre gesamten Maßnahmen, die Sie in dieser Plenarwoche getan haben, heute mal eben über den Haufen werfen, weil Sie völlig selbst dagegen verstoßen haben. Ihnen als Abgeordnete des Hessischen Landtages sind dann die Schutzmaßnahmen völlig egal, wenn es Ihren eigenen Interessen dient. Und das werden die Bürger sehen. Das werden die Bürger wahrnehmen. Und damit ist dieser Antrag eigentlich auch schon als das geoutet, was er ist. Nämlich als Angriff schlicht und einfach nur einfach gegen die Regierung, um hier Stimmung zu machen. Muss man ganz deutlich sagen, hier wird Stimmung gemacht. Ich war in einem Impfzentrum. Ich habe mir das alles angeschaut. Die Organisation im Impfzentrum selbst war perfekt. Sie war wirklich perfekt.
Sie war von vorne bis hinten gut durchdacht. Wenn man Impfungen gerne möchte, dann ist die Durchschleusung dort sehr, sehr gut. Dass das im Vorfeld technisch mit Millionen Menschen in einem Land sehr schwierig ist, muss eigentlich jedem völlig klar sein. Wer mit Computern, wer mit Technik zu tun hat, wer gesehen hat, wie es vorher mit den Gesundheitsämtern gelaufen ist, die noch mit Faxen gearbeitet hat, der durfte hier nicht überrascht sein. Natürlich kann man der Regierung vorwerfen, dass sie sich ein wenig zu sehr vorher aufgeplustert hat. Das kann man immer tun. Aber jetzt so zu tun, als könnten Sie das alles besser, Entschuldigung, bei aller Liebe, das finde ich nicht richtig, das ist falsch, das muss ich Ihnen sogar ganz deutlich vorwerfen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass das, was jetzt geschieht, sogar durchaus ein Vorteil sein kann. Wir haben die Situation in Norwegen gesehen. Wir wissen, dass dort Impfungen teilweise ausgesetzt worden sind. Wir wissen von den Autoimmunerkrankungen und wir wissen von Todesfällen, die noch untersucht werden müssen. Wir wissen von Fällen, die untersucht werden müssen. Ich mache da keinerlei Aussage zu. Sie müssen untersucht werden. Wir müssen es anschauen. Ich habe es am Anfang gesagt, diese Impfung ist der größte Feldversuch, den wir je gemacht haben. Dann haben Sie vielleicht schon mal so viele Impfungen gemacht. Und aus dem Grund, weil das der größte Feldversuch ist, sind wir eigentlich ein Stück weit sogar dankbar, dass das Ganze etwas langsamer geht. Dass nicht ganz so viele Menschen auf einen Schlag. Ja, Sie lachen. Sie lachen. Wenn Sie der Meinung wären, dass die Immunisierung hinhaut und dass das alles so funktioniert, dann könnte ich Ihre Empörung verstehen. Aber Sie selbst wissen es doch nicht. Und dann kann ich auch nicht empört sein. Sehr gerne stehe auch ich als Abgeordneter hier oben und übe viel Kritik. Aber das, was hier in diesem Antrag geschieht, den lehnen wir ab, weil er einfach unfair ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Ines Claus, Fraktionsvorsitzende der CDU. Bitte sehr, Ines. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meines Redebeitrags weise ich sehr deutlich und in aller Klarheit zurück, was der Herr Kollege Rock gerade gesagt hat. Das widerspricht all den Dingen, die wir gerade gehört haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die Tag für Tag und Nacht für Nacht daran arbeiten, dass Termine vergeben werden. Und Sie nennen das Bummelimpfkampagne. Ich weise das ausdrücklich zurück. Das war mir ein persönliches Anliegen, das noch einmal zu sagen. Ich hätte es gar nicht tun müssen, weil was kann eigentlich Schlimmeres passieren, als dass Ihnen und der SPD und den Linken die AfD einen populistischen Antrag vorwirft. Das sagt doch alles. Und ich bitte darum, bei den Fakten. Meine Damen und Herren, bitte Aufmerksamkeit. Die Kollegin Claus hat das Wort. Und ich bitte darum, bei den Fakten zu bleiben und nicht mit den Ängsten der Menschen zu spielen. Dafür ist die Lage zu ernst. Und Frau Kollegin Faeser, weil Sie gerade vermutlich das schon mitschreiben, schreiben Sie drunter, das hat heute Malu Dreyer gesagt. Und, meine Damen und Herren, ich wiederhole das, was ich gestern schon gesagt habe. Und das sind die Fakten dieser Debatte. Es gibt drei Dinge, die uns in dieser düsteren Phase Hoffnung schenken sollen. Das ist erstens, dass es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist, dass wir einen Impfstoff gegen eine so schwere Pandemie haben. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein Impfstoff so schnell zugelassen wurde. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass in einem so kurzen Rahmen so viele Menschen schon geimpft wurden.
Und Herr Rock, Sie schütteln den Kopf. Ich kann es verstehen. Ich kann jeden Einzelnen. Ich komme doch gerade zum Verständnis, Herr Rock. Ich kann es doch verstehen. Ich kann es für jeden Einzelnen verstehen, der heute Morgen angerufen hat und nicht sofort einen Termin bekommen hat. Es ist doch der persönliche Rettungsanker, der persönliche Sicherungsanker jedes Einzelnen, raus aus der Sorge um die Gesundheit, rein in den Lebensschutz. Natürlich, ich kann das verstehen, aber wir müssen. Wir müssen dann doch zur Kenntnis nehmen, dass heute und wenn ich mir den Debattenverlauf angucke und ungefähr rechne, wann die Debatte zu Ende ist, dann können wir Hoffnung haben, dass zum Ende der Debatte heute über 90.000 Sicherungsanker in Hessen ausgeworfen wurden. Und das ist doch eine beachtliche Zahl. Und Sie haben selbst gesagt, Sie haben das ja nicht erfunden. Den Begriff. Nee, haben Sie nicht. Impfchaos. Es war zum Stand 13. Januar und danach gab es über 230.000 Google-Einträge dazu. Im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum über 78 Millionen. Das heißt, daraus kommt doch die Besorgnis, dass da schnell geimpft werden soll, dass man schnell Termine kriegt. Aber am Ende kommt es doch darauf an, dass die Termine vergeben werden und das wird in Hessen gemacht. Und deswegen mahne ich heute noch einmal so wie gestern zur Geduld. Ich habe vollstes Verständnis für alle, die schnell einen Termin wollen. Und wir rufen allen zu, und das hat der Innenminister gerade auch schon gemacht, jeder bekommt einen Termin, aber nicht alle zeitgleich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Klaus. Das Wort hat nun die Abgeordnete Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Forscherinnen und Forscher haben es in gerade mal 10 Monaten geschafft, einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Da sollte man doch meinen, dass der hessischen Landesregierung 2 Monate Vorbereitungszeit reichen, um für diesen Impfstoff eine geeignete Terminvergabe zu organisieren. Ist ja eigentlich keine Raketenwissenschaft, hat aber bereits zum Impfstart im Januar nicht geklappt. Seit heute können die über 80-Jährigen in Hessen neue Impftermine vereinbaren, so theoretisch zumindest. Und so wurde es ja auch überall beworben. Mit Hessen krempelt die Ärmel hoch. Aber tatsächlich landen sie mitunter, und so wurde es heute vielfach berichtet, nicht nur in den Medien, sondern auch wir haben viele Anrufe und Beschwerden bekommen, landeten sie bei Hotlines in anderen Bundesländern, wo sie abgewimmelt werden, oder sie kommen wie schon erst beim letzten Mal stundenlang einfach nicht durch. Und da reden wir nicht einfach über längere Wartezeiten, sondern zum Teil 6 bis 8 Stunden, in denen Leute versucht haben, da durchzukommen und das nicht geschafft haben. Und das sorgt für massiven Unmut und auch für große Verunsicherung. Und dass sowohl das Online-Portal als auch die Hotlines heute wieder zum Teil einfach nicht erreichbar waren, das macht schon fassungslos, nachdem Innenminister Beuth und Sozialminister Klose doch Besserung gelobt haben, nachdem der Beginn des Impfstarts einen kompletten Ausfall war. Und die Zusage, dass ab heute alles funktionieren sollte, die wir auch gestern gehört haben, die hat sich als haltloses Versprechen erwiesen. Und das, obwohl es doch diesmal auch genug Vorbereitungszeit gab, aus dem man noch hätte lernen können aus den Problemen aus dem Januar. Und es darf doch nicht sein, dass Menschen entnervt aufgeben, weil sie stundenlang nicht durchkommen, sich mit englischsprachigen Tonbandansagen rumärgern müssen. Also, während
Gesundheitsämter mangels Digitalisierung sich Faxe schicken? Sollen sich jetzt Menschen über 80 mit QR-Codes und Links rumschlagen? Was ist denn das für ein Verfahren, meine Damen und Herren? Und ich verstehe es nicht. Warum haben Sie ein so kompliziertes Verfahren gewählt? Warum ein mehrstufiges Anmeldeverfahren, das doch selbst jüngere Angehörige an den Rand der Verzweiflung bringt? Mit einem vierseitigen Schreiben wurden alle über 80-Jährigen auf die kommende Impfterminvergabe bis Mitte Januar hingewiesen damals. Ja, verbunden mit den besten Grüßen von Ministerpräsident Bouffier. Das musste natürlich unbedingt noch mit rein. Und damals wurden zwei Wege zur Anmeldung skizziert, nämlich einmal telefonisch und einmal, dass man sich online registriert. Und gerade das Problem ist doch, dass auch bei der Online-Registrierung, dass dann eben die Daten aus dem Personalausweis abgefragt wurden und die eingegeben werden sollten. Ja, und das ist eine vermeidbare Hürde. Was ist denn da schiefgegangen? Es hat zum Beispiel gehakt bei den Postleitzahlen. Es gab aber zum Beispiel auch keine Sonderzeichen. Und gerade Menschen mit nicht-deutschen Namen, mit Sonderzeichen im Pass, die konnten die da teilweise gar nicht eingeben. Es gab nicht die Möglichkeit, dass Ehepaare gemeinsam Termine ausmachen. Das muss man sich vorstellen. Hochbetagte Ehepaare sollen dann einzeln Termine ausmachen, das heißt doppelt in der Warteschlange hängen und auch noch zu zwei verschiedenen Terminen irgendwie in die Impfzentren fahren, die ja auch ein Stück weit entfernt sind. Und solche Probleme, die hätte man doch vermeiden müssen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Menschen, die sich online vorher registriert haben, da scheint es in der Tat so gewesen zu sein, dass die nach einigem Warten in diesem Warteraum dann eben auch einen Terminzugriff bekamen. Aber das ist eine hohe Hürde für hochbetagte Menschen. Damit sind Menschen meistens auf die Hilfe von jüngeren Angehörigen sind sie davon abhängig. Und deswegen ist das ein Problem, wenn man auf ein solches Online-Verfahren setzt, meine Damen und Herren. Und wer versucht hat, sich telefonisch zu registrieren, der hatte das Nachsehen. Und ich meine, wenn das Innenministerium sagt, zwischen 28 Uhr waren 530 Telefonistinnen im Einsatz. Na ja, das sind angesichts von 300.000 potenziellen Anrufen auch ganz schön wenig. Und da ist es ein bisschen arm, Herr Minister Beuth, dass Sie jetzt die Mitarbeiter vorschieben und sich dahinter verstecken und so tun, als wäre die Kritik, die hier geäußert wird, Kritik an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist doch lächerlich. An wen denn sonst, fragt er. An wem denn sonst, fragt er. Ja, am Innenminister. Ihre Mitarbeiter können doch nichts dafür, dass Sie zu wenige sind. Ihre Mitarbeiter können doch nichts dafür, dass Ihr System heute Morgen wieder nicht funktioniert hat. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können doch nichts dafür, wenn das barrierefrei teilweise nicht möglich ist. Das ist doch nicht die Schuld von Mitarbeiterinnen. Ja, denen danken wir auch für ihren Einsatz, aber unter schweren Bedingungen. Und Sie haben dieses Verfahren gewählt. In anderen Bundesländern hat es deutlich besser geklappt, meine Damen und Herren. Und deshalb, wir brauchen ein vernünftiges Verfahren, das barrierefrei ist, wo sich Ehepartner, das klappt offensichtlich auch immer noch nicht, gemeinsam anmelden können. Wir brauchen ein Verfahren, das nicht hochbetagte Menschen zumutet, sich online vorher zu registrieren. Und viele haben uns gesagt, wenn es da wenigstens ein Band gäbe, wenn man wenigstens auf Band seine Telefonnummer sprechen könnte und weiß, dass man irgendwann mal zurückgerufen wird, wenn dann eben die Kapazitäten da sind. Es müssen nicht alle heute einen Termin ausmachen. Aber die Leute wollen doch nicht 6 oder 8 Stunden versuchen, durchzukommen, in dem Wissen, dass sie nicht mal eine Telefonnummer hinterlassen können und sich die Leute bei ihnen melden, um den Termin auszumachen. Und das ist das Problem. Und das muss man hier kritisieren, weil wir brauchen ein schnelles Impfen. Dafür, dass es zu wenig Impfstoffe gibt, kann diese Landesregierung nichts. Aber dafür, dass es erneut ein Chaos bei der Terminvergabe gibt, dafür können Sie was. Das haben Sie organisiert. Und deswegen ducken Sie sich nicht wieder weg und verstecken sich hinter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Nancy Faeser, Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist in der Tat so, nach einem Jahr Pandemie liegt die Hoffnung bei den Menschen auf einem Impftermin, dass sie geimpft werden und aus der Pandemie, aus der Gefährdung herauskommen.
Und es ist in der Tat sehr gut, dass es gelungen ist, dass so schnell ein Impfstoff gefunden werden konnte. Und ich finde, da können wir auch in Deutschland ein wenig stolz drauf sein. Aber, und das ist unsere Aufgabe auch heute, wir müssen aufpassen, dass die Menschen, die diese Hoffnung haben, dass ihnen die Hoffnung durch das Fehlschlagen von Anmeldeverfahren beim fürs Impfen sich anzumelden, eben nicht zu erhöhter Frustration führt. Und deswegen stehen wir heute hier, weil viele Menschen leider sehr frustriert sind, weil das erste Anmeldeverfahren so gar nicht geklappt hat in Hessen. Und das muss man hier auch mal so festhalten, meine Damen und Herren. Ja, und Kollege Wagner, ich gebe Ihnen recht, für einen kleinen Teil der Menschen hat das geklappt, aber für ganz, ganz viele andere nicht. Und dann ist doch die berechtigte Frage, was kann man ändern? Was kann man am Verfahren selbst ändern, damit es beim nächsten Impftermin besser wird? Was haben Sie gemacht? Sie haben sich nicht darum bemüht, zu überlegen, ob mal zu gucken, warum es in anderen Bundesländern besser klappt, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Da sind Sie doch an der Regierung in Schleswig-Holstein. Ich sage Ihnen auch, warum es dort besser klappt, weil die bei ihrer Vergabe ein System gewählt haben, Eventim. Das kennen viele, die sich bei Konzerten, wo massenweise Menschen sich anmelden, dieses System ist es gewöhnt, damit umzugehen. Und da klappt es sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren von Schwarz-Grün. Statt sich das anzugucken, machen Sie tolle Schlagzeilen. Genug Impftermine für alle. Alles wird super ab Mittwoch. Das ist Ihre Botschaft. Das war doch nicht unsere. Ihre war das doch. Und jetzt sind die Menschen an diesem verkündeten Tag heute und sind zutiefst enttäuscht, dass es schon wieder schiefgelaufen ist, weil Menschen über 6,5 Stunden heute in der Warteschleife waren. 6,5 Stunden. Es gab Menschen, die gleichzeitig 6 Stunden lang in 2 Computern und am Telefon gesessen haben, um dann einen Impftermin zu bekommen. Wem wollen Sie das denn bitte zumuten, meine Damen und Herren? Und dann sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist alles prima, heute hat alles geklappt, ist eine Zumutung, meine Damen und Herren. Das ist eine echte Zumutung. Und statt hier die notwendigen Fragen zu beantworten, warum es wieder zu Fehlern gekommen ist, warum Menschen lange warten mussten, statt das hier sachlich zu beantworten, was machen Sie? Und Herr Innenminister, das ist wirklich etwas, das ärgert mich zutiefst. Und da habe ich lang genug Erfahrung mit Ihnen als innenpolitische Sprecherin, dass Sie jedes Mal, wenn es darum geht in einer Debatte, und da geht es heute darum, es geht um politische Verantwortung dafür, dass Sie erst angekündigt haben, wie toll alles läuft, dann heute Rechenschaft dafür abzulegen, warum manche Dinge nicht geklappt haben oder warum man nicht andere Verfahren anwendet. Dass Sie dann sich hinstellen, wie immer, es ist in jeder Polizeidebatte hier so gewesen, dass immer die Mitarbeiter schuld sind. Niemand geht auf die Schuld der Mitarbeiter. Niemand, außer Sie selbst, weil Sie sich aus der Schusslinie nehmen wollen. Das finde ich schäbig. Das finde ich zutiefst schäbig. Das hat mich schon in jeder innenpolitischen Rede geärgert, dass Sie die Polizisten immer vor sich gestellt haben. Jetzt machen Sie es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die schwierigen Verfahren vergeben müssen. Sie sind uns eine Reihe von Antworten schuldig. Warum nehmen Sie nicht das Verfahren wie bei der Mammographie? Es ist eine Gruppe, die überschaubar ist. Warum haben Sie den Menschen nicht einfach Termine gegeben? Das wäre so einfach gewesen. Warum haben Sie nicht ein Verfahren gewählt wie in Schleswig-Holstein mit einem sicheren System? All diese Fragen sind noch offen.
und sind leider vom Innenminister heute wieder nicht beantwortet worden. Wir finden das nicht in Ordnung, und dafür ist eine solche Debatte wichtig und richtig. Und, Herr Ministerpräsident, es geht um politische Verantwortung. Die hat der Innenminister heute wieder abgelehnt, obwohl Sie ihm schon die Verantwortung vom Sozialminister auf den Innenminister verlagert haben. Das ist auch ein Zeichen. Das haben Sie gesetzt, Herr Ministerpräsident. Aber dann müssen Sie sich hier hinstellen und heute einmal die politische Verantwortung übernehmen und sich bei den Menschen in Hessen dafür entschuldigen, dass es wieder so schwierig war. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Faeser, Sie haben als Vorbild für die Impfkampagne Schleswig-Holstein angesprochen. Und ich muss Sie in allem Respekt fragen, nehmen Sie sich selbst eigentlich ernst? Weil wenn Sie googeln, Impfen Schleswig-Holstein SPD, ist die erste Meldung, SPD in Schleswig-Holstein kritisiert das Impfverfahren. Nehmen Sie sich eigentlich selbst noch ernst, Frau Kollegin Faeser? Dreihunderttausend Menschen aus der höchsten Risikogruppe können Termine vereinbaren. Und ich verstehe jeden einzelnen dieser Menschen, die das heute versucht haben. Weil dieser Impftermin ist Hoffnung. Dieser Impftermin ist Freiheit. Dieser Impftermin ist die Lieben wieder sehen können, ohne Angst und Risiko. Ich verstehe jeden, der das gleich um 8 Uhr versucht hat. Ich verstehe jede Tochter, jeden Sohn, jeder Enkel, der die Angehörigen dabei unterstützt hat. Ich verstehe das. Das ist völlig selbstverständlich. Ich glaube, jeder hier im Saal würde das auch so machen. Meine Damen und Herren, ich verstehe aber auch, wenn Hunderttausende Menschen gleichzeitig anrufen, dass nicht alle Menschen gleichzeitig durchkommen können. Dass nicht alle Menschen gleichzeitig durchkommen können. Und das ist der simple Sachverhalt, der heute wohl in den ersten Stunden nach Öffnung der Hotline passiert ist. Was ich nicht verstehe, meine Damen und Herren, ist, warum die Opposition zu der Tatsache, dass wenn Hunderttausende gleichzeitig anrufen, nicht alle durchkommen, warum sie daraus schon wieder einen Skandal machen. Das verstehe ich nicht, meine Damen und Herren. Ich verstehe nicht, warum Sie mit Ihrem Antrag noch nicht einmal abwarten konnten, wie dieser erste Impftag verläuft, warum Sie sich noch nicht einmal dafür interessiert haben, wie viele Menschen am Ende dieses Tages tatsächlich einen Termin vereinbaren konnten. Und ich verstehe nicht, wie Sie, obwohl Sie jetzt die Zahlen kennen, dass 83.000 Menschen einen Termin vereinbaren konnten, wie Sie trotzdem an Ihrer maßlosen und an Ihrer unverschämten Kritik festhalten können. Ich verstehe es nicht. Man kann die Debatte so führen, wie Sie das hier tun. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es ist der Sache nicht angemessen. Und deshalb wiederhole ich es. Diese Krise ist größer als Ihr kleines Niveau. Und mehr ist zu dieser Debatte nicht zu sagen. Mir ist aber ein Hinweis noch
wichtig mit Blick auf die Geschäftsordnungsdebatte, die wir heute Nachmittag geführt haben, weil sie mich wirklich bewegt. Und ich sage das jetzt ausdrücklich ohne Schuldzuweisung an irgendwen. Auf diese Geschäftsordnungsdebatte gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die werden wir auszutauschen haben. Ich will kein Öl ins Feuer gießen. Ich mache... Nein, nein, hören Sie mir mal zu. Es geht um eine sehr ernste Sache. Hören Sie mir mal zu. Ich will die GO-Debatte hier nicht nachtarocken. Aber wenn aus dieser GO-Debatte Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses tief persönlich verletzt rausgehen, dann machen wir in diesem Hessischen Landtag etwas falsch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir sind am Ende der Debatte. Ich gehe davon aus, dass wir nachher im Abstimmungsblock über diesen Dringlichen Entschließungsantrag befinden.